unserer Verstorbenen führe auch uns zum neuen und ewigen Leben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. So stehen wir denn an ihrem Grabe mit einer tiefen, schmerzlichen Erschütterung. Babette Liobschütz, Sägewerksbesitzerin, allzu früh aus unserer Mitte abberufen. Sie hat, es blieb leider nicht verborgen, viel zu leiden gehabt. Doch an uns ist es nicht zu richten. Es wird ihr in einem besseren Jenseits alles vergolten werden. Dessen bin ich gewiss. Herr, gib deiner Dienerin Babette die ewige Ruhe. Und das ewige Leben in ihr. Lass sie ruhen in Frieden. Hast du ihn gesehen? Den Liobschütz. Unentwegt hat er ein Grinsen in der Visage gehabt. Aber der Erbschaft haben wir ausgrinsen. Gute Frau war sie, unser Babette. Der Herr, gib ihr die ewige Ruhe. Jetzt mit Würst her. Naja. Ein bisschen exzentrisch war sie schon auch. Grottisch hat mir gefallen. Ausgerechnet den Liobschütz hat sie sich einbieten müssen zum Mann. Nach Spinnerts Weibsbild. Wieso? Das schaut doch gut aus. Ja, und ist 5 Jahre jünger als ich war. Auf die Sterne, die Weiberleute. In so einem Mag, der so viel jünger ist wie sie. Bei dem Leo hätte ich mich gefragt. Da warst du die Einzige im Dorf. Muss ja nicht alles wahr sein. Was man von dem hört. Eine Sau ist er! Es ist wohl ein Weibor. Ob das mit rechten Dingen zugeht, dass die Babette so plötzlich hat sterben müssen, dafür verwette ich mein Seelenheil noch lang nicht. Kurz, keine zweideutigen Reden. Trinkt's lieber. Das zahlt alles das Sägewerk. Ich habe das Essen gerichtet. Braucht nichts. Was machen Sie denn? Fahren Sie vielleicht fort? Warum nicht? Heute? Ich habe 5 Jahre keinen Fuß aus dem Ort gesetzt. Schon, aber gleich am Beerdigungstag? Hast du geglaubt, dass du mich trösten darfst? Ihr Weiber seid alle gleich. Schau dich doch in den Spiegel. Sei nicht so gemein. Seit wann bist du empfindlich? Vorher war ich dir gut genug. Jetzt ist nachher. Die arme Frau. Wenn die das alles gewusst hätte. Brauchst kein schlechtes Gewissen haben, sie hat alles gewusst. Willst du dir einen hier erinnern, hat etwas geschehen können, ohne dass sie es wusste? Ich habe dir ein Kuvert auf dein Zimmer gelegt, mit Geld. Wieso? Bleiben Sie länger weg? Sehr lang. Vielleicht. Thank you.
Servus. Grüß dich. Sollst du wen abholen? Nee, Chef ist abgereist. Abgereist? Wieso? Was weiß ich? Führerschein hat er ja keinen mehr. Das kommt mir aber komisch vor. Wieso fährt der weg, wo die Barbet noch keine 2 Stunden unter der Erde ist? Hat er gesagt, wo er hinfährt? Nein. Leobschütz, was ist denn mit dem? Anforderungen von der Landpolizei. Wir sollen seinen Aufenthalt ermitteln. Warum? Tja, in dem Dorf gibt's allerhand Gerüchte, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen ist beim Tod seiner Frau. Leobschütz. Der Witwer ist seit dem Beerdigungstag verschwunden. Leobschütz, Leobschütz. Steht der in unserer Kundenkartei? Nee, keine Vorstrafen, kein Verfahren. Das ist doch komisch. Irgendwoher habe ich doch den Namen im Ohr. Hat er Verwandte oder Freunde, bei denen er sein kann? Nur so eine Studentin, mit der er angeblich mal was hatte. Es steht aber alles da drin. Meinst du, da ist was dran? Arg viel Klatsch für meinen Geschmack. Was Konkretes ist da eigentlich nicht. Wenn er nämlich was Konkretes... Leobschütz. Leobschütz. Du bist nicht mal in einem Dufte, oder? Aber teurer ist der Saftladen auch schon wieder geworden. Du, da kann man nichts machen. Sag mal, geht ihr noch mit? Nee, du, wir gehen nach Hause. Ja? Okay. Tschüss, schönen Abend noch. Schöne Luft, wenn man so aus dem Rauch rauskommt. Warum denn nicht? Es muss doch nicht immer gleich das sein. Hm? Müssen nicht, aber schließlich, es gehört dazu, oder nicht? Hm? Ich weiß, die anderen stellen sich nicht so an, aber ich mag's halt nicht. Nicht hier und nicht so. Du weißt schon, wie ich's meine, hm? Ach du. Mein Gott, Herr Köste, ist ja bald Mitternacht. Was suchen Sie denn noch? Ich suche einen Akt Leobschütz, aber ich finde ihn nicht. Da hat doch Herr Heimann schon danach gefragt. Was? Ach ja, Menschenskind. Ja. Wenn man alt wird. Da war mal was vor 8 oder 10 Jahren mit so einem kleinen Mädchen. Die war 12 oder 13 Jahre alt. Ja, wie hieß sie denn? Wenn ich das wüsste. Die wurde tot aus dem Kanal gezogen und irgendwie war da ein Leobschütz rein verwickelt. Mord? Ich weiß nicht, es kam nichts dabei raus, glaube ich. Ja, wenn es ein Unfall war. 10 Jahre, sagen ja. Sie. Aha, da macht einer gerade eine Statistik. Die Sachen sind alle herausgezogen. Die liegen da drüben. Ich würde mal nachschauen. Marina Berger, kennst ja. Diese? Ja, das ist sie, Marina Berger, ja. Ja, da haben wir sie ja, danke schön. Wieder schon, Herr Huber. Ja, angenehme Ruhe dann. Ja, denkst du. Fräulein Schöller, es ist Besuch für Sie da. Was um die Zeit? Ich wollte ihn ja nicht reinlassen, aber was soll man tun? Bringen Sie bloß mein Haus nicht in Verruf. Wer sind Sie? Guten Abend, von Schüller. Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Ich habe ein paar Fragen. Betrifft nicht Sie. Fürchteten Sie eben, dass jemand anders hier auf Sie wartet? Wieso? Sie schienen so erleichtert, als Sie sahen, dass ich es bin. Überhaupt nicht. Tja, entschuldigen Sie, es ist ziemlich spät. Wir sind gleich fertig. Sie haben in den Semesterferien in Feisdorf gearbeitet, als Hausgehilfin beim Sägewerksbesitzer? Ja, bei Frau Leobschütz. Das Werk gehört ihr. Frau Leobschütz ist gestorben.
Laut Diagnose des Landarztes ein Herzversagen. Arme Babette. War sie krank? Ja, es wechselte. Zwischendurch war sie ganz gut beisammen, aber sie hatte irgendwas mit dem Herzen, das schon. Es kam einmal zu einem unangenehmen Auftritt zwischen Ihnen und Frau Liebschütz damals. Musste es breitgetreten werden? Frau Liebschütz hat mich hinausgeworfen. Sie hatte einen bestimmten Verdacht. Zu Recht? Ja, was fällt Ihnen ein? Natürlich zu Unrecht. Sie hat es dann auch selbst eingesehen und mir einen Brief voll rührender Entschuldigungen geschrieben. Aber ich denke nicht daran, ihn in aller Welt herumzuzeigen. Ich glaube Ihnen auch so. War die Eifersucht von Frau Liebschütz krankhaft? Sie war berechtigt. Mehr als das. Hat er Ihnen nachgestellt? Allen. Aber Sie machen sich ein falsches Bild, wenn Sie ihn einfach nur für einen Schürzenjäger halten. Also bestand eine besondere Beziehung zwischen Ihnen, rein menschlich. Darüber möchte ich nicht reden. Er ist eine problematische Natur. Labil, gefährdet. Wohl auch in gewisser Weise zum Fürchten. Was fürchten Sie denn von ihm? Schwer zu sagen. Im Grunde tut er mir leid. Wissen Sie, wo er sich aufhält? Nicht in Falstaff? Nein. Es besteht der Verdacht, dass er seine Frau ermordet hat. Babette ermordet? Halten Sie das für abwegig? Also nach meiner Menschenkenntnis ganz und gar. Wie alt sind Sie denn, Fräulein Schüller? Man kann doch eine gewisse Menschenkenntnis haben, bevor man Ihr Alter erreicht, Herr. Köster? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Was studieren Sie denn, Fräulein Schüller? Psychologie. Das habe ich mir gedacht. Das ist ein interessantes Gebiet. Sie fürchten ihn also, halten ihn aber gleichzeitig nicht für fähig, ein Verbrechen zu begehen. Aber glauben Sie vielleicht, dass er früher eins begangen haben könnte? In der Vergangenheit? Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie meinen die Sache mit diesem Kind. Genau. Wissen Sie was davon? Babette hat ein paar Andeutungen gemacht. Öfters sogar. Überhaupt gingen furchtbar viele Gerüchte in diesem Nest herum, wie die Leute so sind. Aber wäre da wirklich etwas gewesen, hätte sie sich konkreter ausgedrückt. Babette war da sehr direkt. Sollte er sich bei Ihnen melden, würden Sie uns benachrichtigen? Es ist immer irgendjemand im Büro. Frau Schüller, ich danke Ihnen schön und entschuldigen Sie die Störung. Gute Nacht. Entschuldigung.
Jobschütz? Sie kennen mich? Von einem Foto. Ach ja, richtig. Ich habe eigens eins machen lassen, damals zur Erinnerung. Ich brauche Ihre Hilfe. Meine Hilfe? Dora wird mich vermutlich nicht so ohne weiteres empfangen. Das hoffe ich allerdings. Was haben Sie gegen mich? Na gut, ich habe Dora seinerzeit angeboten, mit mir auf und davon zu gehen nach Kanada. Ach, das hat sie Ihnen nicht erzählt. Ja. Das dachte ich fast. Immerhin. Sie bemerken, dass ich vielleicht doch etwas mehr suchte als eines dieser Abenteuer. Sie sind mir widerlich. Ganz egal, ob Sie nur ein bisschen mehr oder weniger unanständig sind. Meine Frau ist tot. Vermutlich eine Erleichterung für die Arme. Ich habe sie viel gekränkt, das ist wahr. Auch damals mit Dora. Aber für manche Frauen ist es gar nicht so unangenehm, gekränkt zu werden. Sie lieben diese Rolle der gekränkten Frau. Oft bis zur Leidenschaft. Immerhin hat sie mich geliebt. Sie können es sich schwer vorstellen, dass mich jemand liebt. Ich finde es angebracht, wenn Sie gingen. Warum? Sie sind der Verlobte des Mädchens, um dessen Willen Babette starb. Indirekt natürlich. Die Leute im Dorf führen es jedenfalls auf zurück. Was, Sie haben die Stirn? Ja, zu allem Möglichen, Herr Beck. Das dürfen Sie mir ruhig glauben. Ich war einmal in eine dumme Geschichte verwickelt. Ja. Davon habe ich schon mehr gehört, als mich interessiert. Ach ja? Babette liebte es, Andeutungen davon unter die Leute zu streuen. Sie half mir damals heraus. Und nahm mich gleich mit in ihr Dorf. Sie war 6 Jahre älter als ich und nicht gerade das, was man eine begehrenswerte Frau nennt, aber sie hatte etwas gegen mich in der Hand. Wenn ich angefangen hätte aufzumucken, hätte man sie eingelocht. Also deshalb gingen sie ihr nicht durch. Ich weiß nicht. Ich hatte gar keine Lust davon zu gehen. Babette riet mir sogar selbst einmal, ins Ausland zu reisen. Sie merkte, dass es mir langweilig war, aber... Ach, lassen wir das. Sprechen wir von Dora. Von Fräulein Schüller. Ich empfinde jetzt ganz anders für sie. Aufrichtig noch, als ich mich in den Zug setzte. Ich bin ja jetzt Witwer, völlig frei. Ich hatte die Absicht, Dora zu bitten, ob sie mich heiraten will. Mein Gott, sind Sie abgeschmackt. Finden Sie? Na gut. Ich habe vor, eine ziemlich weite Reise zu machen und möchte Fräulein Schüller 30.000 Mark zukommen lassen. Sind Sie übergeschnappt? Keine Angst, ich will ihr das Geld wirklich ohne jeden Hintergedanken geben. Würde sie es nach meinem Tod nehmen, wenigstens dann, als Hinterlassenschaft? Nein. 30.000 Mark können aber unter Umständen ganz nützlich sein. Angenommen, ich rede mit ihr darüber. Würden Sie dann abreisen, ohne sie aufzusuchen? Ja, ich weiß nicht. Einmal möchte ich Sie doch noch ganz gerne sehen. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf.
Wann reisen Sie? Sie sprachen doch von einer weiten Reise. Ach ja. Wir fahren Sie bald. Das ist eine große Frage. Das ist eine große Frage. Wenn Sie wüssten, wonach Sie da eben fragten. Sehen Sie zu, dass Sie bei Dora was erreichen. Sehen Sie zu. Hören Sie? Ja? Hier ist doch wohl alles Mögliche verändert worden, oder? So. Es lag ein normaler Todesfall vor. Wenigstens für uns. Andererseits, der Raum war ja bis heute versperrt und der Herr Liubschitz ist verreist. Also, viel Leid sind da nicht reinkommen. Sind das die Medikamente der Verstorbenen da auf dem Nachttisch? Fragen Sie Herrn Dr. Möss. Sind die untersucht worden? Es gab keinen Grund. Also, Sie brauchen sich gar nicht zu bemühen. Entschuldigen Sie schon, ich weiß schon, die Herren aus der Stadt haben da mehr Erfahrung, aber nicht mit den Gegebenheiten auf einem Dorf. Das ist pure Rachsucht, ist das. Sie meinen, am Dorf wird keiner umgebracht, ne? Ich spreche von diesem Fall. Ist das schon der Obduktionsbefund? Ja. Es ging aber schnell. Halten Sie was von Wetten? Mhm. Ein Kasten Bier? Ich meine, dass nichts rausgekommen ist. Ja? Das Bier hätten Sie gewonnen, wenn wir gewettet hätten. Wiedersehen. Wiedersehen. Herrgott Köster, warum sind Sie denn so ungenießbar? Das bin ich doch nie. Ich bin nur cholerisch. Hm. Na, die Art, wie Sie sich verrennen. Wer sagt denn, dass an der Sache etwas sein muss? Ach was, Köster, wir sind doch keine Hunde. Die Obduktion hat eine unnatürliche Todesursache nicht nur ausgeschlossen, sondern sie hat geradezu bewiesen, dass die Frau auf natürliche Weise gestorben ist. Ja, ist sie das? Ja, an einer Stenose des linken venösen Ostiums. Sie hatte diese Tropfen zu nehmen. Wasserklare, geruchlose Tropfen. 5x20 täglich abgezählt. Sie sind stark toxisch. Eine Überdosis davon wäre nachgewiesen worden. Eine Überdosis, ja. Aber das Gegenteil? Wasser. Leitungswasser. Absolut bekömmlich, nur ohne jede medizinische Wirkung. Sind Sie ganz sicher? Ich habe den Laborbericht. Ja, Küster, dann hätten Sie doch... Zu spät. Alle Spuren verwischt. Wer will hinterher beweisen, dass er das vertauscht hat? Und vor allem, wann? Er wird sagen, dass er Angst hatte, dass die Medizin von jemand anders genommen wird, aus Versehen, und dass er das Fläschchen ausgewaschen hat, als die Frau schon tot war. Jetzt verstehe ich allerdings Ihren Ärger. Ja, solche Sachen kommen öfter vor, als man denkt. Aber da ist das Kind. Was für ein Kind? Ach so, aber das ist doch eine völlig andere Geschichte. Aber derselbe Mann. Ich traue ihm nicht. Es hat damals nicht mal zu einem begründeten Verdacht gereicht. Genau wie dieses Mal. Vielleicht hat er das Mädchen damals nicht umgebracht. Aber ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die ihn kennen. Irgendetwas Abseitiges hat er mit ihr angestellt. Glaube ich. Ja,
Wer sind Sie denn? Warum? Sie sind Polizist. Stört Sie das? Überhaupt nicht. Gefallen Sie Ihnen auch? Allein die Augen, habe ich recht? Die völlig unangefochtene Unschuld ist langweilig, aber eine, die sich gerade noch in der Schwebe hält gegen das, was da kommt. Was ganz unfehlbar kommt. Ja. Reinheit. Das ist etwas sehr Seltenes. Ich weiß, was Sie denken. Ja, das nehme ich an. Sie haben eine schmutzige Fantasie, wie alle anständigen Leute. Sieht aus, als hätten Sie vor, mich länger zu begleiten. Ich denke, es stört Sie nicht. Das ist doch ein Spiel mit Worten. Setzen wir uns ins Café, das ist bequemer für beide. Sie warten darauf, dass ich mich verrate. Was könnten Sie denn verraten? Einstweilen haben Sie die verraten. Sie sind der Beamte, der vorgestern im Fallstoff war. Dachten Sie, ich verberge das? Ich habe angerufen. Die Obduktion war ein Schlag ins Wasser. Wasser? Das ist eine durchsichtige Flüssigkeit, finden Sie nicht? Es war ein Fehler von Babette. Sie hätte es nicht riskieren dürfen, so jemand wie Dora in unser Haus zu nehmen. War das riskant? Sehr. Aber wahrscheinlich hatte sie selber Sehnsucht. Nach einem Menschen. Auf ihre Art hat sie Dora geliebt. Ich blieb völlig kühl anfangs. Und merkwürdigerweise ärgerte meine Frau gerade das. Frauen sind sonderbar. Und selbstverständlich erzählte sie Dora alles Mögliche aus meiner Vergangenheit. Ich bin sicher, dass ich geradezu der Hauptgesprächsstoff zwischen den beiden war. Ich muss dem guten Kind als eine höchst romanhafte Person erschienen sein. Stört es Sie, dass ich so viel spreche? Nein, nein. Ich war ein bisschen viel allein. In letzter Zeit. Übrigens wollen Sie ja sogar, dass ich rede. Aber ich laufe dabei wirklich keinerlei Gefahr. Glauben Sie? Ich weiß es. Die arme Babette hat mich bis zur Sinnlosigkeit geliebt. Wir hatten einen Vertrag geschlossen, gleich in den ersten Wochen. Wissen Sie das? Welchen Vertrag? Punkt 1. Ich darf Sie nie verlassen, auch nie mich auf etwas einlassen, was ernsthaft ist. Ja. Und Punkt 2. Sie räumte mir dafür gewisse Freiheiten ein, unter der Bedingung, dass sie immer alles erfährt. Und mit letzterem nahm sie es sehr genau. Ich habe das halbe Dorf in meinem Bett gehabt, verehrtester, und sie war gewissermaßen bei alledem dabei. Hätte ich darauf verzichten sollen? Wozu die Wahl überlassen? Sind doch immerhin eine Beschäftigung. In
der Unsittlichkeit ist etwas furchtbar Beständiges, ein Stück unausrottbarer Natur. Selbst wenn man in die Jahre kommt, bleibt das in einem. Wie das warme Blut. Man müsste sich schon erschießen, damit das ein Ende nimmt. Könnten Sie das? Sich erschießen? Tun Sie mir einen Gefallen und reden Sie nicht so als ich. Fürchte den Tod über alles. Sie versuchen, in mein Inneres zu kriechen, nicht wahr? Seien Sie nicht zu arrogant. Man kann sich bei sowas furchtbar verirren. Aber wenn ich mich nicht irre, dann entkommen Sie mir nicht. Ach, wissen Sie, das ist meine geringste Sorge. Was ich mich frage, ist, ob ich mir selbst entkommen kann. Sie waren mein Gast. Der Stil ist interessant, finden Sie nicht? Bisschen exaltiert. Früher sagte man leidenschaftlich. Sie haben mich überrumpelt. Ich hätte besser abgestritten, dass es diesen Brief gibt. Übrigens, wenn Sie sich wundern sollten, dass er sich an einen so prosaischen Ort wie diese Möbelfabrik bestellt und das auch noch nachts. Danke für Ihre Hilfe. Ich weiß, dass er an der Fabrik beteiligt ist. Sie gehört ihm beinahe ganz. Und es wird sehr still da sein. Und störungsfrei. Ja. Haben Sie mir etwas zu raten? Ja, 30.000 Mark ist natürlich sehr viel Geld, aber trotzdem. Sie trauen mir also zu, dass ich Geld von ihm nehme. Er traut es Ihnen zu. Ich will meine Ruhe, Herr Köster. Dieser Mann ist ein Albtraum. Ich will ihn nicht mehr sehen. Na wunderbar. Ich halte ihn für gefährlich. Er ist ein unglücklicher Mensch. Das auch. Sie meinen also nicht, dass man einem Menschen helfen sollte, der verzweifelt ist? Vermutlich waren ein paar andere Leute, die ihm in die Hände gefallen sind, auch verzweifelt. Die Sägewerksbesitzerin hielt es auch einmal für nötig, ihn zu retten. Und was kam dabei raus? Sie meinen also wirklich, dass er sie ermordet hat? Ja. Aber ich habe nichts gegen ihn in der Hand. Ohne Beweise dürfen Sie so etwas nicht einmal aussprechen. Und als Polizist wissen Sie das. Das stimmt. Fräulein Schiller, der Mann ist geistig krank. Versprechen Sie mir nicht, hinzugehen. Na gut. Ich verlasse mich drauf. Bitte.
Mögen Sie einen Whisky oder einen Cocktail oder ein Bier? Scotch pur. Ich frage mich, weshalb ich überhaupt mit reingekommen bin. Um mich nicht zu beschämen. Schließlich haben Sie mich heute Vormittag ja zum Kaffee eingeladen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Weshalb haben Sie mir aufgelauert? Zum zweiten Mal. Am selben Tag. Weshalb? Es liegt nichts gegen mich vor. Sind Sie sicher? Übrigens sind Sie rein privat hier. Ich muss furchtbar viel Wasser da reintun. Obwohl Wasser ist ja auch nicht in jedem Fall das Gesündeste, nicht wahr? Bemühen Sie sich nicht. Sie machten schon einmal eine ähnliche Bemerkung. Eine versteckte. Man konnte sie eigentlich nur verstehen, wenn man wusste, wovon ich sprach. Ich weiß, dass juristisch nichts damit anzufangen ist. Warum zeigen Sie mir es dann? Vielleicht, um Sie zu irritieren. Übrigens ist das ja nicht die einzige Möglichkeit, wie man jemand mit Wasser das Leben nehmen kann. Vor 10 Jahren ertrank die kleine Marina Berger. Verschonen Sie mich doch mit diesen Abgeschmacktheiten. Eine von Babettes absurden Leidenschaften. Überall kolportierte sie der gleichen Geschichten herum. Ohne Wahrheitskern? Wie stellen Sie sich denn vor, dass das gewesen ist? Mit der Kleinen. Sie wissen, wie es war. Woher wissen Sie das? Vielleicht war ich dabei. Warum haben Sie es denn nicht verhindert? Mag sein, es bereitete mir sogar eine gewisse Befriedigung zuzusehen. Ja. Oder mag sein auch nicht. Oder ich habe vielleicht überhaupt nichts gesehen und prahle nur, um mich interessant zu machen. Lassen Sie es gut sein. Wenn hier eine Verantwortung ist, dann keine, die Sie etwas anginge. Allenfalls einem Priester. Wir sind uns ähnlich, glaube ich. Sie sind einer, der sich nicht mit Halbheiten zufrieden gibt. Selten. Gut. Ist gut, dass ich nichts zu fürchten habe von Ihnen. Mag sein, Sie unterschätzen mich. Ach, ich möchte Sie übrigens was fragen. Ich habe mich mit Herrn Rainer Beck unterhalten. Er sagte, dass Sie Fräulein Schüller nicht mehr lieben. Aber das stimmt doch nicht, nicht? Sie sind doch völlig süchtig nach ihr. Sie möchten sie doch um jeden Preis wiedersehen, ne? Vielen Dank für den Scotch.
Ihr habt verstanden? Sicher. Was ist da zu verstehen? Na schön. Der Einzige, der nichts versteht, bin hier offenbar ich. Ich denke, die Schüler geht gar nicht hin. Sie sagt, sie geht nicht. Aber wie ich die Menschen kenne, geht sie doch. Ich komme ungelegen, ich bin dabei rauszugehen. Zur Reinhardtschen Möbelfabrik. Ich weiß. Sie hat Ihnen meinen Brief gezeigt? Sie wird nicht hinkommen. Ich soll Ihnen das bestellen. Sie macht sich eigens die Mühe, mir abzusagen? Nehmen Sie Platz. Oder wollen Sie lieber gleich wieder gehen? Lassen Sie mich nur nicht aus den Augen, junger Mann. Ihre Braut ist zum Verwundern keusch. Eine kostbare Rarität heutzutage. Ja. Sie ist das reine Kind. Mein Gott, merken Sie ja nicht, wie peinlich Ihre Redereien sind? Sie brauchen ja nur zu gehen. Damals so eine Schlampe im Werk, als Dora bei uns war. Hübsch. Hübsch, aber schrecklich verkommen. Dora stellte mich irgendwann zur Rede. Es war unser erstes Gespräch unter vier Augen. Ihre Augen blitzten geradezu vor Empörung. Und das ist ja doch auch eine Leidenschaft. Nicht wahr? Kennen Sie das, wenn Ihre Augen blitzen? Ich schickte das Luder weg. Wirklich. Es war... Ich war krank. Wenn sie gesagt hätte, töte Babette, wir fahren zusammen nach Kanada, ich hätte es getan. Wenn ich sie bloß von Weitem sah, trat mir der kalte Schweiß auf die Stirn. Ich konnte schließlich nicht einmal mehr das Rauschen ihres Kleides ertragen, wenn sie durchs Zimmer ging. Ich war darauf nicht gefasst, dass es das gibt. Nach allem. Und alt wie ich bin. Wenn ich daran denke, dass so jemand wie Sie sie am Ende haben wird. Ich könnte sie töten. Mich? Sie wären den Aufwand nicht wert. Also, Dora. Ich werde jetzt gehen. Wenn Sie es sich einfallen ließen, mir zu folgen, so brächte mich das auf sehr sonderbare Ideen. Denn wozu mich beschatten, wenn es wirklich wahr ist, dass Dora mich nicht sehen will? Dora verabscheut Sie. Mag sein. Aber übernehmen Sie nie eine Garantie in Dingen zwischen Mann und Frau. Oder wollen Sie wirklich Ihre Hand dafür ans Feuer legen, dass sie mich immer verabscheut hat? In jedem Augenblick.
Reinhardtschen Möbelfabrik. Wohin? Seefeldstraße. Mir ist bei der Geschichte nicht besonders wohl. Was soll denn rauskommen dabei? Das weiß ich doch nicht. Ich bin doch kein Hellseher. Ein Kerl, der so kaltblütig ist wie der? Na, kaltblütig. Wenn das Mädel wirklich für ihn so wichtig ist, wie Sie denken, dann... Der könnte doch durchdringen. Haben Sie daran schon mal gedacht? Hier 2.14. Er hat mich abgeschüttelt. Ach, wie kann denn das passieren, Mensch? Nein, kommen Sie her. Was ist denn? Leopschütz ist aus dem Taxi gesprungen und in eine anfahrende U-Bahn entwischt. Ach, Mensch. Na, nur mit der Ruhe, Gerd. Das Mädchen ist ja nicht allein. Brenner ist ja da. Ich habe nicht gewagt zu hoffen, dass Sie kommen würden. Wenn aber doch, dann bringt sie bestimmt ihren Verlobten mit, habe ich gedacht. Rainer wartet draußen. Zufällig weiß ich, dass er das nicht tut. Sie sind ein hinreißender Mensch, Dora. Wovor haben Sie Angst? Setzen Sie sich. Wollen Sie mich immer noch retten? Kann man das denn noch? Auf Ihre Art nie, Nächstenliebe. Wenn mich etwas hätte retten können, dann eine grenzenlose Leidenschaft, irgendetwas Bedingungsloses, das einen rausreißt aus sich selber. Ich kann Sie nicht lieben, Leo. Und Sie wissen das. Aber ich liebe dich. Warum bist du dann gekommen? Bloß um mir zu sagen, dass du mich nicht liebst? Ja. Ich will nicht, dass es wie Verachtung aussieht. Ich wollte Ihnen sagen, dass trotz allem, was damals zwischen uns vorgefallen ist, ich verachte Sie nicht, Leo. Und Sie sollten es erfahren. Wie viel Mühe. Hast du Angst, dass du mich zugrunde richtest? Hör auf! Beweg dich nicht. Dieses wahnsinnige Geräusch. Dein Kleid auf deiner Haut. Mein Gott, Dora, ich kann nichts dafür. Ich ertrag das ganz einfach nicht. Sieh mich nicht so an. Es
bringt mich um, wenn du mich so ansiehst. Leben Sie wohl. Was wollen Sie denn hier? Das können ich Sie fragen. Nur hört ihr das an. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Ich kann nichts dafür. Was, sie ist auch weg? Ja, wo? Wo ist das passiert? Ja, da drüben. Es muss der andere Hof der Fabrik sein. Also sind Sie da drin? Soll es? Machen Sie die Tür auf. So ist das. Es verändert allerdings die Lage. Du erleichterst mir die Sache wirklich sehr, Dora. Bleiben Sie stehen! Solche Angst hattest du, dass du sowas eingesteckt hast? Ich hab's nicht geglaubt. Aber als ich dich vorhin ansah, da wusste ich plötzlich. Du hast Babette umgebracht, nicht wahr? Wenn... Dann um deinetwillen, Dora. Ich gab ihr nie einen Grund zu einer so wahnwitzigen Idee. Doch, deine Augen. Ich hab's in deinen Augen gesehen. Du bist krank. Ach. Erschieß mich. Worauf wartest du? Da drüben. Nein, es kam von da. Von ziemlich weit. Die Entfernung ist zu groß. Du musst schießen, wenn ich auf 3 Schritte herangekommen bin. Nun? Wenn du nicht schießt, Dora, dann... Du weißt es. Ich wollte so gern mit dir nach Kanada. Du kannst es nicht. Nein. Geh. Rasch. Schneller! Dora! Hat er auf Sie geschossen? Ich auf ihn.
Polizei! Geben Sie auf! Er hat aufgegeben.